Erstmal danke Patrick für die Einführung. Mein Name ist Marcel Rasche und ich beschäftige mich seit einer Weile mit polyphasischem Schlaf. Was eigentlich nur bedeutet, dass man mal überlegt, dieses Konzept, die ganze Nacht zu schlafen, mal hinterfragt und sich überlegt, kann ich nicht diese Nacht nutzbar werden lassen? Und ob man das nicht vielleicht machen kann und dadurch seine Wachzeit erhöhen kann und praktisch in Summe das ist die richtige, genau. In Summe mehr Zeit zur Verfügung hat. Darum soll es heute gehen. Also. Ja, nachtaktive Leute. Das ist für Leute, die ihre Zeit besser nutzen wollen. Worum geht's heute? Thema ist Maus im Winterschlaf. Agenda. Wir sprechen erstmal darüber, wie sieht der Schlaf aktuell aus. Also wie schlafen wir eigentlich? Wie viel schlafen wir eigentlich als normale Menschen? Was ist polyphasischer Schlaf? Ich werde noch genau darauf eingehen. Wie sieht so ein Alltag aus ohne einen normalen Nachtschlaf? Wie funktioniert das eigentlich? Was sind die Auswirkungen? Weil es ist nicht nur, dass mehr Zeit da ist, es ist noch viel mehr. Wie kann die Umsetzung aussehen? Wie geht es eigentlich? Und ich möchte euch auch einladen, mitzumachen und in diesen Schlafrhythmus zu gehen, weil rein zufällig planen wir gerade mit dem Max-Planck-Institut in München hier ein Experiment und werden ab Mai in einer großen Gruppe Leute in diesen Uberman-Schlafrhythmus, über den ich reden möchte, überführen. Und da ist jeder eingeladen mitzumachen. So, wie wir schlafen, wie sieht Schlaf eigentlich aus bei jedem von uns? Wir schlafen monophasisch, das heißt, wir schlafen ungefähr ein Drittel des Tages und das jede Nacht. Das ist hier dargestellt. Das sieht bei mir meistens auch anders aus, dass ich nicht nur mehrere Stunden verlebe, denn ich sehe ungefähr so aus, wenn ich ins Bett gehe und so werde ich morgens aufwachen. Meistens habe ich noch zwei, dreimal ins Fußbad rein. Dass es bei mir ja 9 Stunden sind, bis ich irgendwann mal aufgestanden bin. Das ist einfach Zeit, wo ich mir irgendwann gesagt habe, das möchte ich nicht mehr. Das ist Zeit, die ist verloren. Und das kann nicht sein. Das sind, wenn wir es rübernehmen, danke. Das Summen aus dem Mikro ist weg. Das sind 8 Stunden pro Tag. So, was bedeutet das? 8 Stunden pro Tag, die sind weg. 8 Stunden pro Tag sind 10 Tage im Monat. Das sind 4 Monate jedes Jahr, die wir schlafen. Das sind 30 Jahre unseres Lebens. 30 Jahre. 30 Jahre, die wir nur schlafen, wo wir nichts machen, wo wir die nicht nutzen, wo wir uns nicht entwickeln, nichts lernen, nichts arbeiten, keine Zeit mit unseren Freunden verbringen. 30 Jahre sind einfach weg. So. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn 30 Jahre einfach weg sind, dann habe ich vielleicht nochmal Zeit, mich ein paar Stunden damit zu beschäftigen, dieses Konzept zu hinterfragen, ob das nicht vielleicht doch falsch ist. Und der Gedanke, der einem da sehr schnell kommt, ist, geht das nicht anders? Und das ist die einfache Antwort. Es geht anders und zwar durch polyphasischen Schlaf. So, polyphasischer Schlaf. Polyphasisch heißt eigentlich mehrmals am Tag schlafen. So, das macht erstmal überhaupt keinen Sinn, denn wir wollen ja nicht mehr schlafen, sondern weniger. So, das geht wie folgt aus, um das zu erklären. 8 Stunden ist die Monophase, genau. Und wir schlafen nämlich dann noch eine Monophase, die dann irgendwie 8 Stunden liegt. Nein, wir machen Naps. Naps dauern 20 Minuten. So. Was jeder kennt eigentlich, ist so dieses Modell Siesta, Nachmittagsnickerchen, das müsste eigentlich allen bekannt sein. Das geht dann aber noch weiter, man kann dann weitere Modelle finden. Es gibt dieses Everyman-Modell, da schläft man in der Nacht 3 Stunden und zusätzlich hat man über den Tag verteilt 3 Naps und hat dann insgesamt, wenn ihr links seht, die Summe der Schlafzeit, nur noch 4 Stunden am Tag Schlaf. Das kann man noch weitergeben in diesen Uberman, über den es heute gehen soll, wo man gar nicht mehr diesen Kernschlaf hat, sondern nur noch 6 Naps macht. So, jetzt macht Sinn. Mehr schlafen heißt mehrmals schlafen, aber weniger in Summe. So, machen wir es mal weg. Gucken wir uns das mal an. Das ist die Monophase, das ist die Siesta, das ist der Everyman, das ist der Uberman. So sieht das aus. Schlafphase minus Wachphase um 24 Stunden herum. Das ist keine Entwicklung, das möchte ich kurz klar machen. Also man muss nicht von links nach rechts wandern. Man kann von jedem System in jedes wechseln, hin und her, wie man sich das möchte, man kann sich das aussuchen in dem Sinne, man muss sich nur daran gewöhnen. So, worum es heute gehen soll, sehr explizit ist aber der Uberman, weil das einerseits das extremste Modell ist und andererseits auch ein paar andere Effekte noch auftreten, weil es halt wirklich komplett synchron ist. So, 22 Stunden pro Tag wach, jeden Tag. Was bedeutet das eigentlich? Das ist auch schon ein Stück. Und darüber möchte ich mal reden, also wie sieht eigentlich so aus, wo man 22 Stunden wach ist, wie mache ich denn da? Nein, also ein Tag als Polyphasiker. ein Tag als Uberman. Okay, wir stehen morgens auf, 8.20 Uhr, haben 20 regenerative Minuten geschlafen, gehen zur Arbeit.
Ich muss ja nicht lange machen. Dann Mittagspause, wir gehen 20 Minuten ins Auto legen und pennen dann noch eine Runde. Weitergearbeitet, nachmittags ein Nickerchen, ist immer gut. Kaffee trinken mit Freunden, nochmal ein Nickerchen, abends Bier trinken, wir haben das angehört. Und dann gehen wir wieder schlafen. So, normalerweise wird jetzt ein Spaß am Balken kommen. Muss aber gar nicht, weil wir können eigentlich auch noch die Zeit nutzen, um irgendwie bunte neue Hobbys zu erweitern und uns ganz neue Sachen rauszupicken oder auch um uns weiterzubilden. Man kann ein neues Fernstudium anfangen oder was. Also die Wohnung neu dekorieren und einfach mal aufräumen, aber es gibt dann noch viele Sachen, die man nachts machen kann. Interessanter finde ich auch noch andere Modelle, zum Beispiel, wenn man selbstständig ist. Wenn man selbstständig ist, kann man nachts arbeiten und zwar die volle Zeit. Und das hat jemand gemacht, Steve Pagliano, den ich dafür sehr bewundere. Der hat seinen Tag komplett mit seinen Kindern verbracht und seiner Frau und seinen Freunden und abends beim Bier mit noch weiteren Leuten. Der hat Jahre seines Lebens, hat er jeden Tag voll genutzt mit Freunden und Familie, weil er nachts gearbeitet hat. Finde ich großartig. Und wenn man darüber hinausgeht, man kann natürlich seinen Tag nutzen, aber man kann natürlich auch die Nacht nutzen, um ein komplett neues Standbein aufzubauen und dann auch wieder dann die TFS zu drehen. So, was bedeutet das jetzt eigentlich? Wir haben jetzt ein polyphasisches Leben, was erwartet uns da? So, und das ist nicht immer positiv, ne? Also zum Beispiel, man muss halt immer planen, ne? Eine Pfanne muss man selber planen. Wenn man eine Schichtweisheit bucht, dann ist einem sehr sicher geregelt normalerweise, dass man die Chance hat, nachts zu schlafen als normaler Mensch, dass da irgendwie ein Hotel drin ist und dass die Leute nicht damit rechnen, dass man 30 Stunden wach ist. Aber das rechnet eigentlich nicht damit, dass man nachmittags so 4 unbedingt ein Nickerchen machen möchte. Das heißt, man muss alle Sachen hinterfragen und selber planen. Man muss sich seinen Schlaf wirklich selber zurechtlegen für den nächsten Tag, die nächste Woche. Man muss bei allen Sachen mitdenken. Das bedeutet Einschränkungen, man muss sich anpassen. Man kann zum Beispiel vielleicht eher schlechter Events besuchen, die 5 Stunden am Stück gehen ohne Pause. Da muss man halt mal vorher dann anfragen, ob man nicht doch eine Pause machen kann. Das ist komplizierter. Einsamkeit. Ein einsamer Mensch ist normalerweise, denke ich, jemand, der arbeitet tags und dann geht er nach Hause und hat keinen. So. Das ist, nachts schläft er, das heißt, wie viele Stunden ist man einsam, wenn man sich als einsam bezeichnet? Das sind okay, 6 Stunden. Gut, als Uberman ist man nach Definition 8 Stunden alleine, nämlich von Mitternacht bis 8 Uhr morgens, plus nochmal abends möglicherweise. Das ist ungewohnt. Das ist einfach, man ist ganz schön lange alleine am Tag, weil einfach keiner da ist. Ich meine, dann ist es halt Nacht, ne? Von zwischen 4 und 8 Uhr vor allem ist meistens nicht viel los an den Straßen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wenn man was zu tun hat, ist cool. Aber wenn nicht, ist eher komisch und da muss man mit klarkommen. Was wir natürlich dagegen versuchen, ist, dass wir eine Community aufbauen hier von Leuten, die alle in diesem Rhythmus leben, dass irgendwie sich mal im Doppelkopf von 4 bis 8 Uhr etabliert oder sowas, aber das können wir mal schauen. So, wir vergleichen die Ökologien, nämlich wir tauschen Nachtschlaf gegen Tagschlaf, das sollte man sich bewusst machen. Wir kriegen nicht einfach mehr Zeit, nee, wir opfern Tageszeit und kriegen dafür Nachtzeit. Die ist meist nicht so wertvoll, das muss man sich bewusst sein. Dass man was aufgibt, was man vorher, ja, man gibt etwas auf, was man nicht ersetzen kann durch die Nachtzeit. Das sollte man bedenken. Der Lebenspartner hat möglicherweise Probleme damit. Man kann nicht mehr einfach neben seinem Lebenspartner abends einschlafen. Also man kann schon einschlafen, aber ich stehe jetzt 20 Minuten später wieder auf. Ist auch komisch, wenn man damit klarkommt. Oder selber natürlich auch mit dem Schritt losgehen. Nein. Und die häufigste Frage, die man sich stellt, ist, und was mache ich jetzt? Weil 22 Stunden am Tag arbeiten können oder was machen können, die To-Do-Liste geht ganz schön schnell alle. Und wenn man dann das 5. Mal gespült hat und die Wohnung aufgeräumt hat, dann ist irgendwann mal nichts mehr zu tun. Und da muss man schon gucken, dass man viel zu tun hat und wie sich Schedule man sich irgendwie zusammenfallen kann. Wenn man viel zu tun hat, ist natürlich klasse, so selbstständig und so, aber man muss mal gucken. Auf der anderen Seite, wir haben ja den kompletten Kreis rund. Also komplett synchronen Tag. Das heißt, eigentlich gibt es ja gar keine Tage mehr für uns. Also wenn ich irgendwie da mal ein Datum sich ändern würde, würde sich von uns ja nichts ändern pro Tag, weil eigentlich ja alles das gleiche ist. Wir sind immer 4 Stunden wach, schlafen wieder 4 Stunden wach, schlafen wieder und sowas. Man verliert das Verhältnis zu Tagen. Wenn jemand sagt, ja, wir haben uns doch gestern gesehen, und gestern, ich sage noch gerade irgendwas, also vor 14 Stunden, ja, egal. Man verliert das Verhältnis zu Tagen, es ist ganz konfus. Man gewinnt ein ganz neues Zeitgefühl dadurch, was unglaublich spannend ist irgendwo. Weil man nur noch in diesen Phasen lebt und diese Phasen rechnet, was ein unglaubliches, komisches und interessantes neues Gefühl ist. Auch weil ja, diese Distanz so komisch ist. Also teilweise wundert man sich,
dass noch Mittwoch ist, obwohl man denkt, müsste doch eigentlich schon Samstag sein. Ich war doch schon so lange wach. Naja. Struktur. 3,5 Stunden oder 3 Stunden 40 sind extrem einfach zu planen. Das heißt, wenn man aufsteht, kann man unglaublich schön seinen nächsten Tag, seine Phase durchplanen. Man wird unfassbar produktiv. Das ist vernichtend. Weil einfach ist es so einfach, sich das einzuteilen und zu wissen, was man zu tun hat gerade so. Und was interessant ist, ist, dass man sich so ein bisschen wie Superman fühlt. Weil der Rest der Welt lebt irgendwie im Winterschlaf und ist viel langsamer als man selbst. Man hat 8 Stunden, um alle Leute dreimal zu überrunden. Und es ist wohl ein außergewöhnliches Gefühl, was eintritt, wenn man wirklich ein Übermann ist. Daher kommt ja auch der Name übrigens von Friedrich Nietzsches, dem Übermenschen. Wurde das von den Leuten, die es ausprobiert haben, so bezeichnet, dass man sagt, ich fühle mich wie ein Übermensch. Das ist ganz komisch. Ich bin schneller als jeder andere. Das ist spektakulär. Euphorie. Ja, das ist ein Effekt. So, ich will also wirklich daran. Wie wollen wir das denn umsetzen? Was muss man beachten? Man nimmt Selbstängste am Tag ein, klar. Exakt alle 4 Stunden. Maximal 10 bis 15 Minuten Abweichung. Sonst funktioniert es nicht, sonst ist es nicht so erfrischend. Man kann es ja vergleichen. Wir schlafen 20 Minuten. 10 Minuten später ist die Hälfte der Schlafenszeit verschoben. Wenn ich mal so spontan 4 Stunden später ins Bett gehe, dann fühle ich mich auch ein bisschen gerädert. Das ist ungefähr der Effekt dann. Man darf nicht ausschlafen oder verschlafen. Das ist nicht sehr empfohlen. Das wirft einen ganz stark zurück. Am Anfang sogar aus dem Rhythmus. Man darf auch nicht kürzer schlafen übrigens. Man muss Disziplin haben. Auf andere Lebensbereiche bezogen. Ich zum Beispiel kann nicht essen und danach einschlafen. Wenn ich vorher gestern kann ich nicht einschlafen. Das heißt, ich darf auf keinen Fall im früheren Schlafrhythmus in der Stunde, bevor ich zum Bett gehe, darf ich das ausmachen. Das muss ich am Anfang machen. Weil der Körper diese wenige Zeit viel effizienter nutzt, muss man dem Körper auch dann die Chance geben, sie halt so effizient zu nutzen. Wenn man ihn dann da reinspielt, dann wird halt eine sehr effiziente Zeit verloren gegangen, die sehr viel Mehrwert verloren geht für den Körper. Also das ist, hat eine höhere Auswirkung. Wie kommt man rein? Kriegt man? Wenn wir die Zeit betrachten, Woche 1 ist rot. Da ist man Zombie. Weil man in Woche 1 eigentlich nur unter Schlafentzug leidet. Der Körper hat sich noch nicht angepasst. Der Körper denkt, ja, du willst vielleicht in diesen Schlafrhythmus, aber da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Deshalb bestraft man einen mit körperlichen und ja, teilweise auch psychischen Effekten, bis hin zur Narkolepsie teilweise übrigens, dass man einfach mal spontan einstellt, wo man gerade steht. Also in der ersten Woche zum Beispiel kein Auto fahren übrigens. Ne? Das ist nicht so geil. Aber zum Beispiel Weckerstellen würde ich auch bis zu 5 empfehlen übrigens in der ersten Woche. Das geht dann darüber hinaus, wenn man die erste Woche geschafft hat, der erste Monat. Da ist eigentlich alles cool. Man hat keine Effekte mehr. Man ist im Uberman drin, aber man darf nicht loslassen, weil dann stößt man direkt wieder ab. Das ist nicht so gut. Und bis zum Monat 6 tritt es dann ein, dass man wirklich, wirklich angepasst ist. Das ist dann wirklich, dann kommt es auch irgendwann beim Gehirn an, das sagt dann, okay, aha, ich lebe in diesem Rhythmus, es passt alles zusammen und das ist ganz gut so. Wenn man dann zum Beispiel krank wird, nur als Beispiel, weil wenn man krank wird, dann schaltet der Körper alles runter, dann pennt man halt 10 Stunden durch, das ist total egal. Aber wenn man dann krank wird, dann fällt der Körper danach automatisch auf diesen Übermensch-Schlafrhythmus zurück. Man muss sich dann nicht neu anpassen, es ist einfach drin. Es ist einfach, man lebt dann so. So, und das wäre das. Die Frage, die ich natürlich in die Runde stelle, ist, ob ihr Lust habt, das mal auszuprobieren. Willst du dabei sein? Es ist ein steiniger Weg irgendwo. Man muss eine harte Anpassungsphase durchmachen, man muss sein Leben planen. Das ist eine interessante Herausforderung sicherlich. Wenn man 22 Stunden am Tag, 3 Monate mehr im Jahr nochmal gekriegt hat, das ist ein Quartal, das man immer kriegt, man kann eigentlich 22 Jahre mehr leben. Finde ich ganz schön. Man kann viel Zeit mit den Sachen verbringen, die einen Spaß machen, sich neue Hobbys zu legen. Also ich möchte noch einladen, wir planen das Experiment gerade und ja, ihr seid alle eingeladen, dabei zu sein und euch mit zu beteiligen. Im Mai werden wir starten und dann werden wir Leute überführen in diesem Schlafrhythmus. Das ist die Mailadresse, wenn ihr dabei sein wollt. Motto raus aus dem Winterschlaf, rein in den Übermail. Wenn ihr Bock habt, macht mit. Danke. Erstmal ein bisschen abgekommen. So,
Ja, ich denke, das ist ein Thema, das viele, wo es viele Fragen dazu gibt. Wer hat denn gleich eine Frage? Am besten vielleicht gerade mal jemand hier vorne, solange das Funkmikro noch nicht funktioniert. Ja, wie sehen denn eigentlich die physiologischen Auswirkungen aus? Also ist man dann genauso fit wie nach 8 Stunden Schlaf? Und vor allem, wie sieht es mit den Mahlzeiten aus, wenn man nur, wenn man jetzt 3 Mahlzeiten am Tag hat und tatsächlich wächst, das geht schon. Also grundsätzlich erstmal von der Baseline praktisch, man ist ja 22 Stunden am Tag auf den Füßen, das heißt, man verbraucht erstmal mehr Kalorien. Viele Leute nehmen dabei ab zum Beispiel, wobei das nicht das Ziel sein sollte. Man muss mehr essen, 100%ig. Man empfiehlt zum Beispiel so 3, 4 kleine Mahlzeiten eher nach dem Aufstehen immer so ungefähr. Ich habe es jetzt, also als ich es gemacht habe, ich habe es 2 Mal ausprobiert. Ich habe gegessen, weil ich Hunger hatte. Also ich habe jetzt nicht wirklich mich an. Was ich das gemacht habe? Ich habe nur so eine Woche, 2 Mal habe ich probiert.